Ich habe ein Huhn zu rupfen, und zwar Steam Greenlight und Asset Stores von Unity und der Marketplace von Unreal 4. Ich bin vielleicht ein bisschen bitter. Vielleicht liegt es daran, weil ich gerne selber Spiele entwickeln würde und ich sehe, wie viele Menschen, die 10 Jahre jünger sind als ich, Spiele auf Steam haben und ich sage, boah, sehen die scheiße aus. Ich rede spezifisch von Spielen, die hauptsächlich meistens in Unity gemacht werden, von Studenten, von aber auch Schülern, die vielleicht auch ihr erstes Spiel machen. Das sind Spiele, die hätte man früher für sich selber gemacht. Gut, früher hätte man überhaupt keine Engine gehabt. So muss man erstmal anfangen. Unity ist eine kostenlose Engine in der Personal Edition. Da ist nichts dran auszusetzen. Sein erstes Spiel zu machen, ist nichts dran auszusetzen. Das müsste man sogar unterstützen. Da muss man sagen, hey cool, du machst Videospiele, mega geil. Ich persönlich möchte gerne mein eigenes Spiel entwickeln. Aber dadurch, dass es Steam Greenlight gibt, kann jetzt jeder ohne wirkliche Hinderung, er zahlt halt seine 80 Dollar, 50 Dollar, ich weiß nicht ganz, wie viel es ist, die zahlt er, tut es auf Steam Greenlight. Und die meisten Spiele werden dann sofort, nicht sofort, aber nach einiger Zeit aufgenommen in das Programm. Niemand wird abgelehnt auf Steam Greenlight. Und das ist das große Problem. Das heißt, und es gibt genügend Ausführungen über dieses Thema. Letztendlich wird jeder publiziert, der nicht, ja, Rock Simulator heißt und von Valve selber runtergenommen wird. Es gibt keine wirklichen Kuratoren mehr. Früher musste man mit Valve in Verbindung treten und musste einen firmenübergreifende Kooperation eingeben, um überhaupt erstmal auf Steam zu kommen. Logischerweise wollen die mehr Spiele verkaufen und das geht am schnellsten, wenn Leute einfach selber ihre Sachen auf Steam draufstellen und das ein bisschen so, ja, von anderen geprüft wird, von anderen Usern. Also, letztendlich ist es kein schlechter Gedanke und es funktioniert und letztendlich ist es auch egal, weil schlechte Spiele gehen eh auf Steam unter. Aber mich stört es, dass Steam zugemüllt wird von absolut schlechten Spielen, die keine Spiele sind. Sowas stellt man meistens auf seine eigene Webseite als, oh, mein erstes Spielprojekt, oh, mein Studentenprojekt. Ich finde, Steam sollte nicht die Quelle für alle möglichen Trash-Spiele, für alle möglichen, wie immer ihr euch das nennen wollt. Es ist kein Platz auf Steam dafür, meiner Meinung nach. Steam sollte eine gute Liste an guten Spielen haben. Vielleicht nicht gute, aber handwerklich zumindest gute, wo man sagen, okay, man kann sagen, da ist jemand dahinter, der was versteht von dem, was er macht, der nicht seine ganzen Assets irgendwo gekauft hat, runtergeladen hat, reingeladen hat, der ein Spiel rausgebracht hat, wo sich die meisten Entwickler für schämen würden, das überhaupt jemals zu zeigen als Prototyp. Spiele, die abgewunken werden würden, wenn man für, ja, zu den Publishern gehen würde, die sagen, was ist das denn bitte? Natürlich machen diese Spiele auf Steam nicht sehr viel Geld und wie gesagt, letztendlich spielt auch ein bisschen vielleicht mein Unterbewusstsein mit, was bitter darüber ist, dass ich kein Spiel auf Steam habe, aber am liebsten eins da hätte. Letztendlich finde ich es einfach als nervend an, dass mir auf Steam schlechte Spiele angeboten werden, die noch nicht mal in irgendeiner Form handwerklich gut sind, die Menüs haben, wo ich sagen würde, Entschuldigung mal, da kann man sich doch mal 5 Minuten Mühe geben. Es gibt Indie-Spiele, die sind schlecht. Es gibt Spiele von kleinen Studios, die sind schlecht, die nicht fertig sind. Von denen rede ich nicht. Das sind Sachen, die meistens handwerklich zumindest noch sagen, okay, da hat was jemand versucht, da gibt es noch irgendwas dahinter. Ich rede wirklich von diesen Spielen, wo man sagt, Entschuldigung, hat das jemand in einer halben Stunde entwickelt bei sich zu Hause, bei Mama auf dem Laptop. Diese Spiele nerven mich und ich finde, Steam sollte Greenlight überarbeiten in dem Sinne, dass Steam selber die ganzen Submissions überprüft oder zumindest Spiele, die dann verkauft werden in ihrem Store, vorher überprüft werden, dass es in irgendeiner Form eben eine Liste ist, die kuriert ist. Das möchte ich einfach gerne. Denn es kann nicht sein, dass letztendlich ist Steam eine große Müllhalde, wo obendrauf ein paar gute Spiele liegen. Nächstes Mal, ich bin ja schon ein bisschen über der Zeit, nächstes Mal rede ich über die Asset Stores und warum ich die nicht mag.